Hier liegen überall Waffen rum. Ich hoffe, die fliegen nicht weg beim Wegfahren. Die Panzerung und so, die würde ich auf jeden Fall... Ach, guck mal, da sieht man Armor plus 1. Da ist so ein halber Ring. Oder so ein Viertelring. Wahrscheinlich kriegt man später bessere Rüstung oder so. Ich weiß es gar nicht. Was wollte ich jetzt gesagt haben? Habe ich vergessen. Irgendwas wollte ich gesagt haben. Ich weiß nicht mehr was. Naja, spielt auf jeden Fall keine Rolle. So, ich weiß immer noch nicht, wie wir hier dekorieren. Weil anscheinend ist bei Deko gar nichts drin, außer die Bodenplatten. Ich weiß nicht, wie wir das freischalten. Aber der Pilz bewirkt auf jeden Fall, dass wir irgendwelche Sachen von denen kriegen. Noch mehr Holz. Nein, hört auf damit, mich mit Holz zu bewerfen. Let's go. So, neue Runde, neue Reise. Kerzen. Kürbisköpfe. Ganz toll. Bremse. Denn es geht alles wieder von vorne los. Tja, da müssen wir mal gucken. Ich würde tatsächlich gerne Wände haben. Ich frage mich, wann die Wände kommen. Wann man die researchen kann. Beziehungsweise wann man die bauen kann. Was man dafür wohl braucht. Und wir müssen noch irgendwie dieses zum Researchen dieses Teil da finden. Keine Ahnung, was es sein soll. Sieht aus wie Silber oder so. Das müssen wir... Es war so klar. Komm her, du kleiner Scheißer. Tja, da ist nichts mehr zu lachen, ne? Ich habe aufgerüstet, der Kollege. Ja. Komm doch her. Was ist da oben? Was ist das? Was ist das? Oh, Zink. Juhu. Lade nach. So, das war's. Zink haben wir gefunden. Wie geil. Kann es sein, dass wir es deswegen gefunden haben, weil wir es jetzt gerade geresearched haben? Das heißt, wir haben ja eigentlich... Haben wir alles, was wir dafür brauchen für den nächsten Research? Müssen wir gleich mal gucken. Ich fahre ein Stück vor, weil ich will das Fett gerne haben. Ich liebe Fett. Oh, wenn ich direkt über meinen Mund läuft. So. Geil, Fett. Gib her. Wieder Zink. Geil. Und noch mehr Scrap Metal. Und noch mehr Holz. Da komme ich auch noch nicht dran. Okay. Da ist was zu essen. So, warte mal. Was brauchen wir denn dafür? 2 von 3 haben wir. Und wir brauchen 3 Barren. Also hier Kupferbarren. Die können wir mal herstellen. Da brauchen wir wieder Chemikalien, ne? Ja, haben wir. Hatten wir hier noch was drin? Nein. Okay. Müsste der gewesen sein. 3, ne? 3, okay. So, und wir brauchen, glaube ich, ein Dings mehr. Ich nehme mal 2 mit. Bin mir nicht sicher. Müssen wir mal gucken, wie viel das kostet. Wie viel kostet uns das denn? 1, okay, alles klar. Gut. Ich schippe währenddessen mal ein bisschen weiter, weil dass wir Zink finden, das wäre gut. Was? Ich wollte nur mal gucken. Zink, 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 Zink. 2 Zink gefunden direkt am Anfang. Das ist schon mal sehr schön. So, die Barren sind fertig. Oh, was hat er denn da gedroppt? Oh, Leder. Leder hat er. Hat er Leder? Hat er. Hat er Leder? Hat er. Hat er. Hat er. Hat er Leder? Hat er. Oh, Scrap Metal. Davon kann man nie genug haben. Ich glaube, wir müssen echt unser... Ich wollte eigentlich drauf schießen, aber ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh, Zink.
Wir werden, glaube ich, noch größere Lager brauchen. Weil es kommen ja immer mehr Ressourcen auch dazu, ne? Das ist ja beim Survival-Game so. Dass immer wieder neue Sachen hinzukommen, die du entdeckst, die du findest. Die du vielleicht erforscht oder so. So wie wir jetzt hier am Research-Table. Und, ja. So, dann lass doch mal gucken. Dann können wir das hier auch researchen. So, als nächstes kommt... Ja, Container 2! Woo! Können wir bauen. Geil! Oh, mega. Brass Pipes. Brass Wire. Und Workbench 2. Holy shit, jetzt wird's interessant. Okay, zweimal Schrauben, zweimal Barren. Also mache ich viermal Barren, viermal Schrauben. Let's go. Viermal Barren, viermal Schrauben. Dann machen wir erstmal ein paar Barren. Wir haben ja genug Holz und so. Viermal Barren. Und viermal Schrauben. Wir brauchen aber pro Schrauben, brauchen wir glaube ich auch jeweils einen Barren, ne? Ja. Das heißt, wir brauchen insgesamt 8 Barren. Hatten wir hinten noch Barren? Ne, wir hatten die als Dings verwurschtelt, ne? Ah, okay. Brassbarren stellen wir hier also her. Mit Kupfer und mit Zink. Alles klar. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal mehr Zink. So viel steht schon mal fest. So, warte. So, das heißt also, ich stelle nochmal 4 her. Und während die 4 hergestellt werden, stelle ich schon mal 4 Schrauben her. Und dann düsen wir weiter und vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Zink. Schauen wir mal. Und vielleicht sonst noch das, was wir brauchen. Wie zum Beispiel Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Das wird ja geil. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch Kupferbarren und Zink. Dann können wir diese Brassbarren herstellen. Was auch immer diese Brassbarren sind. Das lässt uns positiv in die Zukunft schauen. Denn ich bin sehr, sehr gespannt, was das bewirkt, was wir da alles herstellen können und was wir damit machen können. So. Wir dürfen nur nichts übersehen, kein Zink oder so, weil das scheint auch eine Ressource zu sein, die nicht immer da ist. Da ist Scrap Metal. Warte mal. Das wollte ich eigentlich mitnehmen und da habe ich nochmal Holz irgendwo gesehen. Da ist Holz. Da oben ist Zink oder so. Oder was auch immer das war. Warte, stopp. Was ist das da oben? Oder ist das Scrap Metal? Nee, das ist Scrap Metal. Du kleiner Schlingel. Hast dich da oben mal versteckt. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Ich habe immer Angst, hier zu viel zu verpassen. Weil das so schnell geht. So, warte mal. Das haben wir. Das haben wir. Und dann brauchen wir das Ganze ja sowieso nochmal, ne? Ja, Kiste Level 2. Geil. Was habe ich darauf mich gefreut. So, was kostet es denn so eine Kiste? Wahrscheinlich dasselbe, ne? Zweimal Barren, zweimal Schrauben. Zweimal Barren, zweimal Schrauben. Wo sind eigentlich unsere Waffen? Die sind futsch, ne? Dann brauche ich jetzt auch keine Kiste mehr bauen. So einfach sieht das aus. So. Toll. Großartig. Oh, Essen. Warte mal, wir essen mal. Use. 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 Und Use. Heißt also, wir brauchen... Wir haben 2 Barren. Wir brauchen noch 2-mal Schrauben. Die kann ich sogar herstellen, wenn wir noch 2 Barren in der Tasche haben. Und wir brauchen nochmal 2 Barren. Ich mach mal... Normalerweise brauchen wir mehr, weil ich würde gerne 2 davon herstellen. Aber noch genug Scrap Metal? Ja, bestimmt, ne? Müssen auf jeden Fall demnächst sammeln. Hier unten müsste alles voll sein, ne? Nee. Da, okay. Leer, leer. Okay. Hier müssen wir das anzünden.
Dann machen wir das doch mal. Wir haben 4 Schrauben. 2 brauchen wir jeweils pro Kiste, ne? 3 Barren, jetzt noch ein Barren. Das heißt, wir können 2 dann herstellen. Oder? Ja. Doch. Oder? Nee. Doch, müsste eigentlich gehen. Die Frage ist, wie groß ist denn so eine Kiste? Ist die Größe... Ah, die können wir ersetzen sogar. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Unten ist ja... Moment. Heißt also, die sind ja alle leer hier oben, ne? Kann ich den... Gib mir mal den Hammer. Über der Hammer. A hammer in the morning. Deconstruct. Wood und Iron Bar. Nice. Wood und Iron Bar. Dann würde ich jetzt tatsächlich die 2 Dings da drauf bauen. So, warte. Rotate. Oh, geil. Und da kriegen wir bestimmt eine Waffe rein, oder? Ja, guck mal. Oh, wie geil. Da geht auf jeden Fall viel, viel mehr rein als gewöhnlich. Das ist sehr geil. Kann ich die eigentlich alle jetzt ersetzen? Aber ich brauche jeweils immer Schrauben, ne? Alle ersetzen kostet uns ein bisschen was. Ich meine, wir haben ja, so ist ja nicht, ne? Könnt ihr jetzt schon wieder 2 Schrauben herstellen. Und wir brauchen ja, glaube ich, jeweils immer 2, ne? Ja, 2 Schrauben, 2 Barren, 2 Holz. Der ist auch noch leer, ne? Pass auf, ich würde einmal, nein. Die, die leer sind, würde ich einmal dekonstruieren. Das wäre einmal er hier. Open. Da ist was drin. Der ist leer, ne? Genau. Dann dekonstruieren. Dekonstruieren. Die waren alle voll jetzt. Genau. Die waren leer, ne? Nee, voll. Voll. Leer. Leer. Dekonstruieren, dekonstruieren. Können wir... Die ist auch leer. Dann dekonstruieren wir die doch auch mal. Das können wir reparieren. Das machen wir auch direkt mal. Nein, ich wollte die nicht umsetzen. Ich will die reparieren. Warte mal. Repair. Linke Mausbutton. So. Genau. Und zwar, Scrap Metal gib mal her. Dann würde ich nochmal Barren herstellen. Da müssen wir auf jeden Fall Scrap Metal herstellen demnächst. Mal 2 Schrauben her. So. Einen Moment. Einen Moment. Nein. Falsch. Wir müssen das Büchlein auswählen. So, hier. Rotate. Jawohl. Die können wir ja schon mal da einsetzen. Da brauchen wir auf jeden Fall 2 Schrauben noch. Ah, haben wir nicht. Okay, wir brauchen noch Barren. Alles klar. So, Schrauben. Da fehlen uns Holz einmal. Okay. Holz haben wir ja genug. Das ist ja nicht das Problem, ne? That's not the possibility. Holz können wir uns totschmeißen. Noch aktuell. Aber ich denke, das wird auch relativ zügig zu Ende sein. So, jetzt brauchen wir 2-mal, also 4-mal Schrauben. Und noch einen Barren, glaube ich, ne? Genau, 4-mal Schrauben brauchen wir jetzt noch. Können wir 4 Schrauben herstellen? 1-mal Schrauben, weil uns... Barren fehlen, okay. Heißt also, ich stelle nochmal eben ein bisschen was her. Am besten 5.
Das heißt, die dürfte jetzt auch fast fertig sein. Genau. 3 Schrauben noch. Das kriegen wir hin, das geht. Achso. Füllen wir mal auf. So, Holz. Holz, Holz. Ich um mein Holz. Was hast du schönes? Scrap Metal. Nice. Feier ich ein bisschen. Könnte ich theoretischerweise die Kiste oben abreißen? Lasse ich aber erstmal, falls wir da nochmal Platz brauchen. Warte mal, nehme ich mal mit. Da waren, glaube ich, 2 nur drin. Genau. So, dann machen wir das so. Da ist auch voll der Container. Ich mach das mal eben anders. Packe ich das mal hier rüber. So. Und dann hier die 2 rein. So, dann sind die leer. Die anderen werden jetzt gleich fertig. Ich brauche jetzt noch 3 Schrauben. So, 3 Schrauben, dann haben wir das auch. Ich düse mal gerade mal eben weiter. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Zink. Gerade noch vorgesprochen. Schon Zink. Oh. Noch mehr Zink, hallo. Oh nein, oh nein. Halt, stopp, da ist Scrap Metal. Wir brauchen das. Uns gehen die Ressourcen nämlich schon wieder so langsam aus. So, der hat uns auf jeden Fall ein wenig Essen beschert. Das ist sehr schön. Da können wir nämlich nochmal eben schnell auf den Grill was schmeißen. Wenn wir schon einmal dabei sind. So. Schmeiß an die Orgel. So, die Schrauben nehme ich mit. Und mit den Schrauben reparieren wir die Kisten. Und somit haben wir auf jeden Fall schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Kisten. Sehr nice. Das gefällt mir sehr gut. So, trotzdem möchte ich erstmal hier unten die kleinen füllen. Und Zink. Wir brauchen... Okay, diese Barren brauchen wir auf jeden Fall. Die Workbench 2 würde ich zum Schluss machen. Ich würde, glaube ich, erst die Klamotten hier machen. Wir brauchen 3, wir brauchen 6 Barren. Von diesem Brass. Wie viel brauchen wir denn da? 6 Barren. Okay, ein Zink, oder? Brauchen wir davon? Ja, okay, wir brauchen noch... Okay, alles klar, das wird... das wird noch teuer. Da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen ein Weilchen brauchen für. Ich packe erstmal hier alles weg, was wir gerade aktuell nicht brauchen. Das Wasser weiß ich immer noch nicht, wofür das... Das Wasserbidon... Also, falls einer draußen von euch weiß, wofür das Wasserbidon ist, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ach, hier sind ja auch noch Schrauben. Habe ich ganz vergessen. Könnt ihr ruhig mal reinschreiben. Würde mich freuen. So, davon zu hören. Das heißt also, wir müssen weiter Zink und so sammeln. Und natürlich Ressourcen weiterhin. Denn sonst kommen wir hier nicht über die Runden. Was sagt unser Essen trinken? Oh ja, wir können ein bisschen was trinken. Das dürfen wir jetzt nicht vernachlässigen. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn? Lol. Da muss ich auf jeden Fall rein. Ich weiß nicht, ob wir da mit unseren Ringen hinkommen. Die wir hinten noch haben. Da müssen wir mal schauen. So, warte. Unsere Ringe waren da. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie war das nochmal? Wie mit der mittleren Maustaste, glaube ich, ging das, ne? Oder? Kann ich da... Was? Hier ging doch gerade irgendwas. Ja, warte mal. Mittlerer Mausbutton. Das geht also. Sehr schön. Kann ich hier nicht die Wände einfach abbauen? Eine Kiste. Juhu.
Da kommen wir nicht dran. Okay, sonst irgendwas hier? Nö. Das war's schon gewesen. Okay. Ist ja interessant. Ein verlorener Zug, der wohl auch mal auf Reisen war. Oh, hier sind noch mehr Kisten. Oh, warte mal. Hallo? Ich hätte gern ein bisschen, Zink. Das wäre ganz toll. Okay. Haben wir das auch. Sehr schön. Immer diese Fliegen. So. Gut. Haben wir das auch gesehen? Nein, ich wollte eigentlich, losfahren. Genau, so. Und das ausrüsten. Unsere, Angel quasi. So. Ich hoffe, wir werden noch ein bisschen mehr Zink finden, weil wir brauchen ja einiges an Zink. Und ich hoffe, ich düse nicht zu sehr an Zink vorbei. Das ist so meine größte Sorge. Immer überall hingucken. Wasser dürfen wir nicht vernachlässigen, ne? Wir müssen auf jeden Fall trinken. Und ich sollte auch nach vorne gucken, ne? Was auf dem Gleis passiert, denn wir wissen ja, es teilweise... halt Stopp, Zink. Weil teilweise war es ja so, dass wir auch manchmal eine Blockade auf der Straße haben. Und ich das ganz, ganz selten gesehen habe, weil so viele Sachen einfach drumherum passiert sind und man da gar nicht so drauf geachtet hat. Weil man viel zu sehr mit den anderen Dingen beschäftigt ist hier. Was eigentlich sehr gut ist. Wenn man das mal so, sagt. Da ist nochmal Zink, nice. Können wir ja demnächst anfangen. Oh, warte mal, da oben ist ein großer Klumpen Eis. Das bringt richtig viel Trinken, ne? So, warte, hier rein. Packen wir den bitte direkt da rein. Sehr schön. Im schweren Backpack haben wir sonst nichts, ne? Okay, so, Eis haben wir. Konnte man nicht sogar Wasser herstellen? Ein 0 von 1. Aber hier habe ich doch 6. Hä? Hier habe ich doch 6 von 2. Ach so, not enough space to finish the pro... Ah, okay, warte mal. Oh, warte mal. Ach, wir haben so viele Chemikalien. So ein Kack. Diese scheiß Chemikalien. Pack jetzt einfach mal hier rein. Unsere Ringe können wir auch wieder ablegen. Die brauchen wir gerade aktuell nicht. So, jetzt können wir auch das Essen nehmen. Was ich mir direkt in den Ball kaue. Und dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Getränke. So. Gut. Danke. Red Metal. Wir haben gesagt, wir fangen unten an, ne? Unten die Kisten voll kriegen. Holz hatten wir auch schon irgendwo was weggenommen. Genau, da würde ich auch wieder ein bisschen reinpacken. Ansonsten waren die, glaube ich, alle voll mit Holz, ne? Ja, okay. Also im Holz brauchen wir uns, glaube ich, erstmal die ganze die nächste Zeit keine Gedanken machen. So, trinken. Düsen wir währenddessen mal weiter. Wir können auch noch ein bisschen was sammeln. So, zack. Mit Scrap Metal müssen wir auf jeden Fall Dings herstellen. Die Kupferbarren demnächst. So. Da ist wieder Zink. Ich sehe es doch. Nice. Zink haben wir auf jeden Fall schon richtig viel gesammelt jetzt aktuell. Und haben auch hoffentlich alles gefunden, was man so finden kann bisher. Weil es wird ja noch ein bisschen sein bis zur nächsten Station. Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Also, glaube ich mal.
Und da kommt irgendwas kommt da. Ob ich das richtig gesehen habe vorne. Entweder ist es... Ist, glaube ich, eine Station, ne? Oder so von irgend... Ich glaube, so eine Bandenstation, oder? Da hinten? Oder ist es einfach nur eine Insel? Halt, stopp, da ist Zink. Zweimal. Zweimal sogar. Holy shit. Das könnte eine... Das, was da kommt, das könnte wieder so eine Dings sein. Wo hier die... Ich wollte gerade sagen, die Marauders auf uns warten. Tatsächlich. So, wir haben richtig viel Zink, ne? Überlegen, ob wir einfach mal schon mal die Barren herstellen. Also, da brauchen wir ja wieder Chemikalien, ne? Dafür hatten wir die Chemikalien ja auch gesammelt. Weil wir die ja dafür auch brauchen. Stellen wir mal drei her. So, fünf. Entschuldigung. Dann befeuern wir mal, jetzt den Ofen gleich nochmal, weil der wird ja nicht mehr lange anhalten. Aber das Holz hält länger durch unsere Upgrades, die wir gemacht haben. Hält auf jeden Fall länger. So, Ofen steht schon mal fest. Und hier fehlt auch Holz. Wollen wir auch nochmal trinken. Dass wir hier noch verdursten oder so. Ich habe einen nur reingelegt, war so doof. Hätte ruhig mehr reinlegen können. Aber das dürfte eigentlich reichen, glaube ich, hoffe ich mal. Ja, das reicht. Sehr schön. So, hier auch nochmal trinken. So, Essen vielleicht auch nochmal herstellen. Ein Stück, das ist sehr schön. Ja, dann lass doch mal gucken, wie viel wir jetzt da herstellen können. Von den Dingern. Machen wir mal fünf. No Fuel. Oh, hier können wir gar kein Holz reinpacken. Ah, Gasolinkanister. Sterilisierer können wir auch reinpacken. Oder Kohlebrikett. Ach so. Wie stellen wir denn einen Sterilisierer her? Das war im Lab, glaube ich, ne? Können wir Resin auch da reinpacken? Habe ich das richtig gesehen? Nee. Okay, ein Sterilisierer. Ich weiß nicht, wie viel der bringt. Weil Kohle habe ich ja jetzt nicht irgendwie gesehen. Da brauchen wir zwei von den grünen Flaschen. Okay, der braucht also keinen, der kriegt also kein Holz. Der kriegt also andere, andere Sachen zum Brennen. Einen können wir neu erstellen, ne? Ja, nice. So, die Flaschen haben wir. Jetzt brauchen wir Essen. Toll, jetzt habe ich gerade Essen weggeballert. Oder habe ich hier noch was drin? Nein, natürlich nicht. Da müssen wir jetzt erst Essen sammeln. Toll. Habe ich jetzt gerade verbraten. Egal. Finden wir schon wieder. Ist nicht schlimm. So. Da haben wir einmal Essen. Ich würde aber, glaube ich, jetzt gleich zum Ende kommen. Der Folge. Bevor wir da hinten zur nächsten Insel kommen. Das würde ich, glaube ich, jetzt machen. Dann mache ich jetzt leider einen kleinen Cliffhanger. Mal gucken, was uns da erwartet. Aber ich werde hier schon mal, damit der Flexi schon mal Bescheid weiß, schon mal einen Sterilisierer herstellen. Den können wir auch schon mal in den Ofen schmeißen, um zu gucken, was der so kann und wie lange der braucht. Also wie lange der auch aushält dafür. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob der, also wie lange der... Wie lange der wohl jetzt hier fuelmäßig aushält. Und vor allem, wie das braucht aber, ne? Okay, das wird ewig dauern. Wir kriegen noch niemals einen Barren mit einem Sterilisierer fertig, glaube ich.
oder? Das wird dauern. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie Kohle sammeln oder so. Ja, wir kriegen noch niemals einen fertig, oder? Doch. Einen haben wir fertig. Wow. Das wird also ein wenig dauern. Das heißt, ich esse hier nochmal ein bisschen was. Dann sind wir satt. Ich lasse das Inventar jetzt vollgemüllt, dann kann der Flexi in der Zukunft sich selbst drum kümmern. Da hinten ist ja noch eine Insel, dann weiß er ganz genau, was zu tun ist. Mit dem schönen Huben und alles würde ich sagen, verabschiede ich mich in einer weiteren Folge und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Void Train. Und dann schaltet ihr wieder ein. Macht's gut. Tschüss.